Ein herzliches Willkommen hier wieder in Aurora Shores und ja, was man nicht hier alles sieht, wenn man auf die Karte kommt. Ich bin nur ein Stück gegangen, hörte ihn, ein erwachsen männlich. Das ist natürlich der ideale Beginn gleich hier. Und wir bedanken uns auch gleich. Na, das geht mir nicht. Ist schon schön. Zwar hier gleich zu Beginn. Das ist durchgegangen. Wow, das ist heftig. Hauptsache alles getroffen hier. Gleich verkaufen. Da drüber und holen uns den anderen. Kein Plan heute. Auf jeden Fall. Kein Plan, also vielleicht da mal so runtergehen da 100 und da einfach mal runtergehen. Wir haben da einen Stand, der in diese Richtung kommt. Gleich einen erwachsenen Elch, den werden wir uns auch dann gleich holen. Wenn ein Weibchen dabei ist, wenn wir uns das anlocken. Drüben stehen auch wieder Karibus. Also ich brauche nicht drüber reden. Transsilvanien haben wir innerhalb, glaube ich, von einer Stunde 6-7 Viecher gesehen. Also plus Herde, und das haben wir hier jetzt 1, 2, 3, 4 Herden gesehen. Also keine Ahnung, was in Transsilvanien los ist. Wie gesagt, das ärgert mich selber. Ich habe der Karte mehr als genug Chancen gegeben. Aber leider hat nicht so sein wollen. Ja. Verkaufen wir natürlich. Können wir nicht brauchen. Ein Jungtier dabei, ein Erwachsener. Und natürlich anlocken wieder. Um hier natürlich auch wieder weiter zu leveln. Schauen wir mal, ob sich was anlocken lässt. Die scheint zu kommen. Wind geht halt gerade in die Richtung. Fix Wind bekommen von uns. Dann wie die auf einmal alle schon gewendet sind. Wie der erste schon, habe ich gewusst, jetzt muss schnell gehen. Habe ich schon gemerkt. Der Wind geht halt doch kacke. Also wir gehen vielleicht doch anders. Vielleicht da rechts rauf, den Berg. Einfach weg, ein bisschen vom Wind. Also wie gesagt, Ziel habe ich jetzt keins in der Folge. Wir werden einfach jagen, wir werden uns die Gebiete anschauen. Ein bisschen rausstechen, jetzt bis eben Afrika kommt. Und uns auf der Karte herumtreiben. Ich habe mich jetzt halt für die Karte entschieden, weil ich sie bis jetzt am spannendsten fahre, auch mit Karibus. Weißwedel habe ich mehr als genug.
Da habe ich mir jetzt genug hin auf der Wahl schon bejagt. Hält sich klar zu uns. Damit, glaube ich, zählt das als angelockt. Zwei Buß erschrocken. Muss ich sagen, überraschend weit. Eigentlich dachte ich, Kopfzug wird nicht mehr zucken, aber demnach anscheinend schon. Also schon ziemlich viel Blut beim Anschuss. Luftbissen sind jetzt keine dabei, aber Blut auf jeden Fall. Da werde ich mal die Schüsse etwas genauer anschauen, weil interessiert mich schon, warum der erste zum Erlegen geführt hat. Und natürlich los. Ich habe dich angesprochen, fühlst. Ich nehme ich natürlich mit. Gehen wir nur den Ort. Damit ich ihn auch wieder finde. Wo hier weitergehen. Gehen kann. Lange Strecke sogar eigentlich. Ja, auch mittlere Menge Blut. Das ist schon noch ein ganz schönes Stückchen, was das zurückgelegt hat, das gute Elchelein. Wow, lange Fluchtdistanz. Hab ich gegen das Mikro geschlagen oder was?
Wahnsinn Fluchtdistanz bis jetzt. Davon liegt es aber. Das Gebiet damit. Muss ich mir jetzt echt anschauen. Also das, da bin ich jetzt echt gespannt. Für mich... war es die richtige Wahl. Kann ich nicht nehmen. Vielleicht war er wirklich buggy und deswegen. Der Elch ist gerade aufgestanden, oder? Ich habe ihn wiederbelebt. Das ist jetzt nicht passiert, oder? Er hatte selbst Wiederbelebung. Der Elch hatte selbst Wiederbelebung. Aber jetzt ist er tot. Denke ich mal. Wow, ich habe drüber geschossen. Okay. Der zweite Schuss war dann hinten rein. Ja, gut. Ah, okay. Alles klar. Brauche ich mich nicht beschweren. Was ich jetzt noch schauen will, Charakter. Fahrzeug. Wir sind am Fahrzeug. Haltung. Na passt. Sehr schön. Möge die Jagd weitergehen. Gehen wir da mal ins Landinnere. Ganz hinten tun sich Gänse oder Enten auf. Aber das kann uns egal sein. Nicht ganz, weil links von uns ist ein Elch. Gehen und gewittert. Zu spät gesehen, den guten Burschen. Den noch dieselbe Herde.
Metern. Das ist mitten im Gebüsch. Schauen wir mal. Um es ein bisschen anzulocken. Die Frage, ob sie darauf reagieren, ob ein Weibchen dabei war. Markiert, das ist ein Makarebus, aber da geht halt der Wind hin. Waren die Elche? Oh Mann. Wo sie sind?